dass Herr Weinberg von der Bundestagsfraktion der Linken auch noch ein paar Grußworte an uns richten wird. Nein, ich werde nicht oben drauf gehen. Ja, zunächst einmal freue ich mich doch, dass ich hier sein kann und möchte die solidarischen Grüße auch meiner Fraktion und natürlich meiner Person selber überbringen. Ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin seit 2009 im Bundestag für die Fraktion Die Linke. Wir haben in dieser Zeit die ganze Situation mit den Flüchtlingen halt eben auch erlebt. Am Ende jetzt die letzten beiden Jahre wieder eine deutliche Verschärfung des Asylrechts, das muss man real sehen, nachdem 2015 es erstmal so ausgesehen hat, als würde sozusagen es in eine andere Richtung gehen, haben wir inzwischen eine deutliche Verschärfung des Asylrechts wieder erleben müssen. Und ich möchte erstmal am Anfang aus gegebenen schrecklichen Anlass der Morde von Barcelona und Finnland noch einmal deutlich betonen und zurückweisen. Der Terror ist keine Folge von Flucht und Vertreibung. Keine Folge von Flucht und Vertreibung. Sondern der Terror, Gewalt und Krieg sind die Ursache von Flucht und Vertreibung. Das muss man meines Erachtens noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Und weil wir in dieser Frage des Umgangs mit Flüchtlingen immer wieder Haltung zeigen und Verfolgte und Schutzsuchende nicht abweisen wollen, wird uns gerne unterstellt, wir wollten, dass Millionen von Flüchtlingen nach Deutschland kommen. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen, dass es keine Flüchtlinge in dieser Welt gibt. Das ist erstmal die Situation. Aber wenn Flüchtlinge kommen, dann müssen wir und sind wir verpflichtet, Schutzbefohlene auch entsprechend aufzunehmen und entsprechend zu schützen. Und dann muss man gleichzeitig auch an die Fluchtursachen ran. Zuallererst natürlich die Waffenexporte, das ist nochmal sehr wesentlich und sehr wichtig. Die gehören unbedingt verboten. Und dann müssen wir unsere Handels-, Wirtschafts- und Außenpolitik ändern. Mit Gregor Gysi. Kann man sagen, ich zitiere ihn, wir leben auf Kosten der dritten Welt und wundern uns, wenn das Elend anklopft. Das geht nicht und das muss dringend verändert werden. Und jetzt noch zum Schluss zum konkreten Anlass dieser Zusammenkunft. Seit Jahren bin ich Mitglied bei Pro Asyl. Pro Asyl kritisiert das Dublin-Verfahren scharf, unter anderem, weil es die Länder an den Außengrenzen der EU überfordert und mit den Problemen im Stich lässt. Italien, Griechenland, Bulgarien auch durchaus. Meine Frau und ich, wir waren letztes Jahr auf Kos, um dort sozusagen uns zu informieren über die Situation in den Flüchtlingsunterkünften. Und die Zustände dort sind extrem schwierig und extrem problematisch. Unterkünfte für etwa 8000 Personen sind überfüllt mit 15.000 Flüchtlingen, die dort warten. Auf ihr Verfahren und es gibt kein Verfahren. Die warten teilweise schon seit Jahren. Auf Lampedusa ist es nicht besser. In Bulgarien kommt noch dazu hinzu eine restriktive, menschenverachtende Behandlung. Bis vor kurzem, war das Dublin-3-Verfahren, die Abschiebungen nach Griechenland und Bulgarien, ausgesetzt. Jetzt wird das wieder gnadenlos umgesetzt. Und es soll mit Dublin 4, um das nochmal deutlich zu machen, noch verschärft werden, weil dann soll es keine Selbsteintrittsmöglichkeit mehr geben. Das heißt also, die Möglichkeit, solidarisch sozusagen zu sagen, wir übernehmen das Asylverfahren, soll dann ausgehebelt werden. Das Motto von Pro Asyl lautet, jeder Einzelfall zählt. Der Europäische Gerichtshof hat den Spielraum gelassen, aus Solidarität mit den Grenzländern, das Verfahren auch im Aufenthaltsland zu führen. Und der Europäische Gerichtshof hat ebenfalls festgestellt, dass es keine pauschale Rückführung geben kann. Auch hier muss im Einzelfall jeweils geschaut werden, wie die Umstände sind und im Einzelfall halt entschieden werden. Eine Nacht- und Nebelabschiebung, wie wir sie in der letzten Zeit jetzt immer wieder erlebt haben, darf es daher nicht geben, weil das gewährleistet sozusagen die Rechte, die man hat, nicht. Und ganz zum Schluss möchte ich euch nochmal meinen Dank und meine Hochachtung aussprechen. Es ist in diesem Land leider nicht mehr selbstverständlich, in der Flüchtlingsfrage Haltung zu zeigen und sich nicht wegzuducken. Vielen herzlichen Dank für eure Arbeit, vielen herzlichen Dank für euren Mut und ich möchte euch ermutigen, weiterzumachen. Vielen Dank.